Wer von euch ist schon mal Opfer von sexualisierter Gewalt geworden? "23 Frauen. Die jüngste 20, die älteste 70 Jahre alt. Eins haben sie gemeinsam. Alle sagen, sie haben in ihrem Leben sexualisierte Gewalt erfahren und sie wollen darüber reden." "Mit 11 Jahren wurde ich das erste Mal missbraucht. Als ich 23 war, also vor 7 Jahren, wurde ich vergewaltigt. Ich bin missbraucht worden von meiner Mutter." Gemeinsam wollen sie Fragen zu ihren Erlebnissen beantworten. Die Strukturen hinter der erlebten Gewalt mit uns beleuchten. Sie alle haben heute den Mut, aus der Dunkelheit ins Licht zu treten, wollen gemeinsam das große Schweigen beenden. Dieses Tabuthema zu durchbrechen, damit die Menschen nicht länger Angst haben, sich zu zeigen und darüber zu sprechen. "Ich habe wirklich meinen ganzen Mut, den ich habe, zusammengepackt und sitze hier wirklich stellvertretend für viele, viele Frauen." "Wenn jede Person jemand anderen oder mehrere ermutigt, dann können alle irgendwann nicht mehr weghören." Ein Samstag in Köln vor 2,5 Wochen. 23 Frauen aus ganz Deutschland sind für unser Stern-TV-Projekt angereist. Dafür haben uns externe Experten ein offizielles Corona-Hygienekonzept erstellt. Zunächst machen sowohl unser Team als auch alle Teilnehmerinnen einen Antigen-Schnelltest. Erst nach einem negativen Ergebnis geht es weiter in den großen Saal, in dem unsere Befragung stattfinden soll. Eine psychologische Fachberaterin bereitet die Frauen mit einer Lockerungsübung auf den anstehenden Tag vor. "Falls es im Verlauf des Drehs, falls ihr kurz unterbrechen möchtet, kurz rausgehen möchtet ins Gespräch, dass es ein Handzeichen gibt, dass das für alle klar ist." Danach stellen sich die Frauen auf ihren Platz. Die Fenster werden abgedunkelt. Es wird still im Saal. Die letzten Vorbereitungen. Als erstes fragen wir die Frauen nach dem eigenen Erleben der Tat. Wer zustimmt, soll die Lampe anknipsen. "Fühlte sich die Tat für euch wie Normalität oder Alltag an? Wie etwas, das eben einfach dazugehört und einfach passiert?" 14 Lampen gehen an. Für die Frauen eine bewegende Situation. Also man guckt dann schon mal nach links und rechts und guckt, wo gehen die Lämpchen an. Und als ich gemerkt habe, oh doch, da gehen einige Lämpchen an, habe ich auch gedacht, oh, bist nicht alleine damit. Ich fand es total heftig, plötzlich diese geballte Energie von Gleichgesinnten dann im Raum. Und ich hatte sofort Tränen in den Augen. Ich fand, das war so eine... so eine besondere Stimmung irgendwie in dem Raum, die so was Schweres hatte, aber auch gleichzeitig was Befreiendes. Also ich war auch schon ein bisschen erschüttert, wie viele junge Menschen auch letztendlich auch dabei waren. Ne? "Habt ihr euch schuldig gefühlt?" Fast alle kennen dieses Gefühl. Also man sucht ja bei sich den Fehler. Ne? Also man überlegt, was hätte man anders machen können? Oder habe ich vielleicht ihm ein Zeichen gegeben, dass mir das gefällt? Ich meine, es wird einem ja auch so eingeredet. "Ich habe meinen Großvater gefragt, warum er das macht. Und er hat geantwortet, ich kann ja nichts dafür, dass du so hübsch bist." Also er hat mir quasi signalisiert, dass ich schuld bin, weil er mich so schön findet. "Wenn die Mutter der Täter ist, dann, das hatte ich auch eine Zeit lang das Gefühl, dann hat man eigentlich selber komplett versagt. Also ich meine, was kann einem Schlimmeres passieren, als dass die, die dich auf diese Welt bringt, dich missbraucht." Neben Schuldgefühlen empfinden viele Frauen auch Scham für das, was sie erleben mussten. "Geschämt habe ich mich, weil ich das mir habe gefallen lassen. Ja, ich habe gar nicht die Kraft gehabt oder auch nicht die Idee gehabt, wie ich mich dagegen wehren konnte." "Diese ganzen Gedanken, die so in so einem Kinderkopf, aber mehr im Kinderherzen rumkreisen, es ist ja nicht greifbar, was da passiert ist." "Irgendwann meinte meine Therapeutin, ja, warum sagen Sie denn nicht einfach Vergewaltigung? Wo ich dann so
ja, stimmt eigentlich. Oder ich habe halt immer gesagt, das war gegen meinen Willen. Aber so richtig beim Namen genannt habe ich es lange auch nicht. Gab es im Laufe eures Lebens mehrere Täter? Das kennt mehr als die Hälfte der Frauen. Leider keine Ausnahme, sondern vielmehr die Regel. Laut einer Studie des Familienministeriums sind Frauen, die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren haben, 4-mal so häufig von späterer Partnerschaftsgewalt betroffen. Mehrere Täter, ein ganzes Leben bestimmt von sexualisierter Gewalt, das hat Regina aus der Nähe von Münster erlebt. Die 68-Jährige hat das Vertrauen in andere Menschen fast vollständig verloren, hat auch deshalb ein riesiges Herz für Tiere. Neben einer Igel-Auffangstation hat sie 2 Hunde und 2 Katzen. Jedes Lebewesen hat Respekt verdient. Wenn ich das schon nicht so in dem Maße erfahren durfte als Kind, dann gebe ich das wenigstens an die Tiere weiter. So. So ist das. Regina wird 1952 als ungewolltes Kind geboren. Ihre Eltern sind damals erst 19 Jahre alt. Nach der Geburt kommt Regina zu ihren Großeltern. Eine unbeschwerte, liebevolle Zeit. Aber mit etwa 5 Jahren holen die Eltern sie zurück. Das Lächeln, was ich da habe, das ist einfach nur, weil man mir gesagt hat, ich muss lachen. Ich finde, man sieht, dass ich nicht mit den Augen oder mit dem Herzen lache. Das lag vor allem an Reginas Vater. Mein Vater war ein sehr, sehr brutaler Mensch, ein sehr lauter Mensch, der eigentlich alles mit seinen Fäusten geregelt hat. Regina erzählt, ihr Missbrauch hat mit 6 Jahren angefangen. Es folgen Jahre voller Angst, Erniedrigung, Willenlosigkeit. Ich habe ihn öfters angefleht, dass er das nicht machen soll bei mir, dass ich das nicht schön finde, dass tut mir weh, das ist unangenehm. Und dann hat er immer gesagt, stell dich nicht so an. Das wird auch noch schön. Warte mal, das wird noch richtig schön. Aber ich fand das nicht schön. Ich fand das nie schön. Ich fand das ganz furchtbar. In ihrer Familie erfährt Regina keine Unterstützung, will deshalb nur noch weg. Mit 18 heiratet sie, unzählige schwierige Beziehungen folgen. Ein Partner schickt sie sogar auf den Straßenstrich. Für Regina wird sexualisierte Gewalt Normalität. Vor etwa 20 Jahren stirbt Reginas Vater. Voller Glück fährt sie zu einer Freundin. Dann habe ich mir morgens um 9 Uhr mit der eine Pulle Sekt in den Kopf geknallt. Weil es war so erleichternd für mich, so befreiend im ersten Moment, weil ich gedacht habe, so jetzt ist es vorbei. Deine ganzen Erinnerungen, alles ist weg. Ja, Blödsinn, ne? Ist ja nichts weg gewesen. Nur der Mensch war weg. Aber das, was er mit mir gemacht hat, war natürlich nicht weg, ne? Bis heute ist für Regina jeder Tag ein Kampf. Ein Kampf gegen Ängste, Schlaflosigkeit, Wut und Sinnestäuschungen. Dann bin ich hier zu Hause alleine und dann war ich im Bad und komme aus dem Bad, gehe ins Schlafzimmer und da sitzt er auf meinem Bett. Ich bin rückwärts wieder ins Badezimmer, habe die Tür zugemacht, mir schlug das Herz oben am Hals, wo ich dann dachte, jetzt wirst du bekloppt, jetzt ist es soweit. Regina fällt es schwer, sich selbst zu lieben. Die Gewalt, die jahrelange Manipulation, all das hat in ihr ein Gefühl von Wertlosigkeit ausgelöst. Ich bin nix eigentlich. Ich möchte gerne was sein, aber ich bin das einfach nicht. Ich bin kein liebenswerter Mensch. Regina hat den Mut, ihre fehlende Selbstliebe auch in unserer Gruppenbefragung einzugestehen. Seht ihr euch selbst als wertvoll und liebenswert? Regina knipst als eine der ganz wenigen die Lampe nicht an. Trotzdem wissen auch die anderen, wie es ist, sich wertlos zu fühlen. Männer halt, die wirklich mich benutzt haben. Aber ich habe mich ja auch benutzen lassen, weil ich fühlte mich ja auch nicht mehr wertvoll in irgendeiner Form. Ich war ja wertlos durch das, was vorher über die Jahre passiert war. Da habe ich dann irgendwann gedacht, das ist gang und gäbe, das muss so sein. Und irgendwann war diese Frage, steht denn hier wirklich zum Missbrauch geboren?
Und da war ich 27 und da habe ich dann angefangen zu sagen, nein. Ich hatte selbstzerstörerisches Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe und auch so die ganzen Emotionen, da ging gar nichts mehr. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauchst du Hilfe und habe dann auch ja, mir Hilfe gesucht. Und auch Regina hat nie aufgegeben. Sie führt inzwischen ihre 7. Ehe, aber endlich. Endlich ist alles anders. Heute führe ich eine Ehe auf Augenhöhe und aufgebaut auf Freundschaft. Ich liebe diesen Mann, weil er absolut nichts von mir verlangt, gar nichts. Regina will sich nicht mehr verstecken, sondern aufrütteln, Klartext reden. Deshalb erzählt sie vor einigen Monaten spontan ihre Geschichte auf YouTube. Ich bin 68 Jahre alt. Mein Name ist Regina. Warum ich das erzähle? Ich habe übrigens auch insgesamt 10 Jahre Therapien hinter mir. Therapien. Man lernt damit zu leben, aber man kann die Festplatte nicht löschen und sagen, vorbei, das geht nicht. Trotzdem hat Regina es geschafft, eine Art innere Ruhe zu finden. Gefühle von Schuld und Scham hat sie größtenteils hinter sich gelassen. Wir können unser Gesicht zeigen, oh ja. Und es geht nicht darum, um Mitleid, sondern es geht einfach darum, wir sind ganz normale Menschen und wir wohnen in deiner Nachbarschaft. Und uns ist das passiert. Das passiert nicht nur in sozial schwachen Familien. Es passiert überall und jeden Tag und an jedem Ort. Solidarisch sein, anderen Betroffenen Mut machen, das ist der Grund, warum Sie alle heute hier stehen. Ich habe festgestellt, immer wenn ich darüber rede, sagt jemand anders, ah, ich übrigens auch. Es gibt einen Weg raus. Er kann dauern, es kann schwer sein, aber man kann es schaffen. Seitdem ich darüber reden kann, ist alles ein bisschen einfacher. Stammte der Täter aus der eigenen Familie? Aus juristischen Gründen dürfen hier nicht alle Frauen offen antworten. Das Ergebnis? 17 von 23 Frauen sagen, der Täter war ein enger Verwandter, eine Vertrauensperson. Auch Studien zeigen, die Tat findet meistens im Nahfeld statt. Habt ihr den Täter trotz allem weiterhin gemocht? Er hat auch in diese vielen schlimmen Dinge, die er getan hat, auch Situationen geschaffen, die schön waren, um so ein bisschen das wieder gut zu machen, was passiert ist, hatte ich das Gefühl. Und in den Momenten habe ich mich von ihm sehr geliebt gefühlt. Das macht es für die Betroffenen besonders schwierig, zur Polizei zu gehen, wie unsere nächste Frage zeigt. 9 Frauen haben Anzeige erstattet, überproportional viele. Denn laut offiziellen Studien machen das nur 5-8% aller Betroffenen. Und auch der weitere Weg bis zu einem Urteil ist schwer. Ich saß da und habe mich gefühlt, als wäre ich die Beschuldigte. Ich musste halt erzählen, ne, was ich genau anhatte, was ich für Unterwäsche anhatte, ob ich Gefühle für den Täter hatte, ob ich eifersüchtig wäre. Welche sexuelle Orientierung ich habe. Ich würde trotzdem alle dazu ermuntern, wenn sie irgendwie die Kraft haben, dass sie so lange kämpfen, wie es irgendwie geht, weil sonst können wir dieses riesige Dunkelfeld nie klein kriegen. Es gibt ein Urteil und das zählt. Das war mir sehr wichtig. Und ob er nun 5 Jahre oder 10 Jahre, das war mir von Anfang an egal. Das Urteil lautete 2 Jahre auf Bewährung und 2000 Euro Schmerzensgeld. Also sie haben es auf 13 Taten beschränkt. Für etwas, was 12 Jahre lang täglich passiert ist. Auch sie ist diesen Schritt gegangen. Die 30-Jährige lief aus Bad Kissingen. Mit 14 ging sie allein zur Polizei und zeigte den Mann an, der sie 11 Jahre lang missbraucht hat, ihren eigenen Vater. Also ich glaube, der Fakt, dass ich selber den Missbrauch beendet habe, das
ja, hat mir einfach auch gezeigt, dass ich selbst so viel bewirken kann in meinem Leben. Ich habe mir nämlich so oft ausgemalt, wie es sein könnte, irgendwie adoptiert zu werden, gerettet zu werden. Und letztendlich konnte ich mir das selber schenken, so dieses, ja, neue Leben. Wir treffen Liv bei sich zu Hause. Sie zeigt uns Fotos aus ihrer Kindheit. Seitdem Liv denken kann, gehörte Missbrauch zu ihrem Alltag. Ihre ersten Erinnerungen beginnen im Kindergartenalter. Mein Vater hatte immer so seinen Platz im Wohnzimmer in einem großen Sessel. Und ich weiß eben noch, dass ich ganz klein war und so da drauf klettern musste und er mich da schon angefasst hatte. Für mich hat sich das so angefühlt wie ein Geheimnis, dass ich halt mit meinem Vater teile und da gehört das auch nur hin. Und dieses Zwiespältige, also dass ich eben quasi zwei Leben geführt habe, das war halt so ein enormer Druck, der kaum aushaltbar war. Weder der Rest von Livs Familie noch ihre Lehrer bemerken, was bei ihr zu Hause los ist. In unserer Gruppenbefragung ist sie damit nicht die Einzige. Hätte man von außen merken können, dass etwas nicht stimmt? Ich sage mal, die direkt auch in meinem Umfeld waren, hätten es normalerweise erkennen müssen, ja. Über meinen Täter dachte man nur das Allerbeste, weil er sich gut verkaufen konnte, auch einfach beliebt war. Es haben auch einige erkannt, ne? Also ich weiß es heute, dass viele gesagt haben, du darfst mit der Karin spielen, aber du gehst bitte nicht mit hoch in die Wohnung, wenn der da ist. Über den Zeitraum bin ich auf jeden Fall introvertierter geworden. Also ich habe mich irgendwie zurückgezogen und ja, ich bin auch misstrauischer geworden, achtsamer, skeptischer, insgesamt ein bisschen mehr vorsichtiger in allen Bereichen. Auch bei Liv gibt es leichte Anzeichen, Hinweise. Aber 11 Jahre lang sieht sie niemand. Liv muss allein versuchen, für sich zu begreifen, was da eigentlich mit ihr passiert. Ich habe schon ganz früh gemerkt, dass da was nicht stimmt und dass es auch nicht in Ordnung ist, was er da mit mir macht. Aber dadurch, dass mein Vater derjenige war, der gemeint hat oder mir vermitteln wollte, dass das normal sei und dass das Väter eben machen, die ihre Töchter lieb haben. Ich glaube, das hören sehr viele Kinder, denen das passiert. Dadurch habe ich das irgendwie auch glauben wollen, weil ich dachte, naja gut, also wenn sich das jetzt so schlimm anfühlt, dann muss das Problem ja bei mir liegen. Als Liv 14 Jahre alt ist, kommt ihr Vater für 2 Wochen wegen einer Leberzirrhose ins Krankenhaus. Für Liv eine kurze Atempause, die etwas verändert. Das war das erste Mal, dass ich völlig unbeobachtet war. Ich hatte das erste Mal in meinem ganzen Leben ja auch einen Vergleich, wie es sein kann, mal ohne Missbrauch zu sein. Dass es sich so natürlich angefühlt hat, wenn mein Körper wirklich nur mein Körper ist. In der Zeit habe ich das erste Mal so empfinden können. Als ihr Vater nach 2 Wochen zurückkommt, läuft die 14-Jährige von zu Hause weg. Morgens um 2 steht sie in der Polizeiwache. Bei Livs Familie sorgt die Anzeige erstmal für absolutes Chaos. Ihre Tante Brigitte erinnert sich an den Tag, der auch das Leben vieler anderer veränderte. Meine Schwägerin hat mir dann gesagt, schon am Telefon, Liv hätte einen Brief hinterlassen. Wenn du wissen möchtest, warum ich weggelaufen bin, frag meinen Vater. Da ist eine Welt zusammengebrochen, dass Liv das passiert ist. Nicht meinetwegen, ihretwegen. Also alle waren empört, zum Teil auch verzweifelt natürlich. Aber empört nicht über dich? Nicht empört über mich, genau. Aber das war sehr schwierig, das zu differenzieren in dem Alter. Natürlich dachte ich, es wären alle empört gewesen wegen mir. Ganz frisch nachdem ich weggelaufen war, hat ja auch keiner gesagt, ja toll, dass du es gesagt hast, sondern es war ja eher die Frage im Vordergrund, stimmt das denn wirklich? Und wie kann es sein, dass ich das so lange geheim gehalten habe? Diese Fragen werden 2 Jahre vor Gericht verhandelt.
mit einem klaren Ergebnis. Liebs Vater wird im Prozess zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach dem Prozess holt Liv ihr Abitur nach, arbeitet heute als Hauswirtschafterin im ambulanten Pflegedienst. Mit ihrem Vater hatte sie 10 Jahre lang keinen Kontakt. 2014 dann der Anruf, ihr Vater liegt im Sterben. Liv entschließt sich, zu ihm zu fahren. Ganz zum Schluss hatte er mich darum gebeten, dass wir uns noch mal die Hände reichen. Also in dem Moment habe ich das erste Mal sowas wie Reue gesehen, auch in seinen Augen irgendwie. Und da hatte er dann auch gesagt, dass er weiß, dass das nicht meine Schuld war und dass er quasi die Verantwortung übernimmt. Konntest du ihm vergeben? Ja, ich konnte ihm vergeben. Nur das bedeutet nicht, dass das seine Taten irgendwie wieder gut macht. Also die Vergebung bedeutet eigentlich eher, dass ich ihn ziehen lasse, ja, und die Geschichte ziehen lasse. Die Vergangenheit ziehen lassen. Das ist schwierig, wenn die Folgen jeden Tag zu spüren sind. Glaubt ihr, dass die Tat euch das ganze Leben lang begleiten und prägen wird? Ich spüre heute, wie viel mir genommen wurde, eben ganz normal Frau zu sein. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in einer gut funktionierenden Beziehung, aber mit mir ist es zum Beispiel nicht möglich, eine Sexualbeziehung zu haben. Das geht bei mir nicht. Ein Stück von mir ist einfach kaputt, ne? Aber das, was da ist, versuche ich einfach mit allen möglichen Dingen zu stärken, ne? Das versuchen alle. Seid ihr heute glückliche Menschen oder auf dem Weg dahin? Oh, ich finde mich richtig toll. Ich liebe mich selber. Ich werde auch nie wieder die Person sein, die ich vorher war. Aber es gibt eine Anna 2.0. Und ich entscheide einfach jeden Morgen neu. Ich bin der wertvollste Mensch in meinem Leben. Und ich habe es verdient, geliebt zu werden von mir. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Und das ist mein Heute.